Willkommen zur zweiten Episode von Schulreport. Diesmal waren wir in Göppingen und haben uns das Freihof-Gymnasium angeschaut. Und es hat uns eigentlich sehr gut gefallen dort. Ja, das hat es. Und nun die Impressionen. Das ist das Freihof-Gymnasium in Göppingen. Es wird aktuell von etwa 880 Schülern besucht, die von 74 Lehrkräften unterrichtet werden. Das Gymnasium ist nicht weit vom Stadtkern entfernt und verteilt sich auf 4 Gebäude. Die Schule hat ein Ganztagesangebot, welches den Schülern außerhalb des Unterrichts vielfältige Möglichkeiten bietet. Dazu gehören Arbeits- und Freizeitangebote, die sich zu einem ganzheitlichen Lern- und Lebensumfeld zusammenfügen. Noch in dieser Episode gibt es wieder Interviews mit den Schülern. Diesmal hat uns besonders interessiert, wie schmeckt das Essen in der Schule? Zurzeit baut das Freihof-Gymnasium eine neue Mensa. Ob es dann besser schmeckt? Wir haben nachgefragt. Tut ihr hier Mittagessen? Ja, wir essen zweimal in der Mensa. Im Haus Trudmann. Im Haus Trudmann. Ja, und da gibt es manchmal gutes Essen und manchmal auch nicht. Ja, klar. Schmeckt's? Ja, die schmecken. Ja, manchmal schon. Perfekt. Ja, also eigentlich schon, aber früher war es wie gesagt beim Dietz und da war es halt... Das war nicht so lecker. Nee, weil da war es so eingemanscht und so und hier jetzt ist es viel lecker. Schmeckt es lecker, weil es die Mensa mit aufmacht. Da gibt es immer zwei verschiedene Menüs und da darf man sich dann halt eins auswählen. Nee, nicht mehr. Nicht mehr, in der 5. Klasse waren wir in der Mensa. Und in der 6. auch. Und in der 7. auch. Und jetzt schmeckt es ja nicht. Naja, wir gehen halt immer in die Stadt was essen. Ist es teurer oder auch billiger? Teurer schon eigentlich. Aber es schmeckt besser. Nicht unbedingt. Also vom Preis kommt es wahrscheinlich auch selber raus. Noch wieder, wenn wir die Kleine essen. Genau. Und es ist immer gefüllt. Es wurde auch eine neue Mensa gebaut. Ja, da drüben bei uns ein Neuanbau. Und dann schmeckt es noch besser. Ja, ja, hoffentlich. Auf jeden Fall sieht es da wahrscheinlich besser aus und ja, es wird bestimmt sehr cool. Was ist euer Lieblingsfach? Sport, natürlich Sport. Mathe und Sport, Mann. War klar, Mathe. Macht ihr eine AG? Ja. Also ich bin in der Schülerzeitung. Und ich bin Kurm und sie auch. Ja, ich auch. Ich mach keine AG. Ich mach Homepage-AG, da darf man auch tun, dass man es im Internet ein bisschen rumsucht. Das macht auch viel Spaß. Ja, Sportspiele. Ich und? Nicht. Ich schon. Und wie ist? Ja, gut. Eigentlich schon. Wenn ihr einen Tag hier Schulleiter sein könntet, was würdet ihr ändern? Also ich würde erstmal ändern die Hausaufgaben, also weniger Hausaufgaben. Also ich würde halt voll die coolen Sachen machen, dass den Kindern mal Spaß macht. Keine Ahnung. Dass man halt irgendwie mal so einen Sporttag oder so. Ja. Und ich würde weniger Mathe machen. Dann würde ich noch einmal Mittagsschule machen in der Woche. Ihr wolltet jetzt nicht an eine andere Schule wechseln, so ein anderes Gymnasium hier? Nee, eigentlich gar nicht, weil das ist ja hier voll cool und so. Das ist cool, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Am Freihof-Gymnasium waren wir nicht an einem normalen Tag, sondern an einem Tag der offenen Tür. Und da wurde viel geboten. Und was es alles so gab, das seht ihr nun. Am Tag der offenen Tür präsentierten Klassen- und Arbeitsgemeinschaften, was sie erarbeitet hatten. Dabei gab es viele Leckereien und interessante Dinge zu entdecken. Residieren wir jetzt noch? Und da wird ja der Neubau gebaut, da kriegen wir eine wunderschöne, nagelneue, große, schöne Mensa. Und das ist jetzt unser Angebot für heute. Da ist schon zur Küche, wir sind lauter Ehrenamtliche, wenn das auch noch interessant ist. Das heißt also, es wird nur von Eltern betrieben. Also.
zur SFV, wir haben viele engagierte Leute dabei, wir haben viele Ideen, Projekte. Also wissen den Grund unbedingt, haben auch, wollen jetzt nächstes Jahr, am Anfang des nächsten Jahres, ein Turnier machen, bei dem alle vier Gymnasien beteiligt sind. Das ist natürlich ein Riesending. Wir haben einen sehr guten Bezug zu unserer Schulleitung. Also uns wird so gut wie alles eigentlich genehmigt. Also ja, ich denke auch allgemein von den Leuten her, was so berichtet wird, was man so hört, ist die angesehenste Schule auf jeden Fall. Also im Kreis hier auf jeden Fall. Die Schülerbücherei, wo alle unsere Schüler umsonst ausleihen können. Sachbücher, eine ganze Reihe zu allen möglichen Themen und natürlich Geschichtenbücher. Immer in Altersklassen. Also die Arbeitsgemeinschaften sind verpflichtend für Schüler, die sich für das Ganztagesangebot entschieden haben. Weil die Schule nicht nur durch Unterricht gestaltet wird, sondern auch durch Arbeitsgemeinschaften. Natürlich ist das Angebot freiwillig. Diejenigen Schüler und Schülerinnen, die das nicht machen möchten, brauchen natürlich keine Arbeitsgemeinschaft. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Schüler am Anfang aufgrund der Vielfalt und auch, wie ich denke, der interessanten Arbeitsgemeinschaften häufig sich gar nicht entscheiden können, wähle ich die eine oder wähle ich die andere. So, und das war's vom Freihof-Gymnasium in Köppingen. Weitere Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, unsere Episoden zu kommentieren, findet ihr auf www.schulreport.de. Ich bin Raphael. Ich bin Daniel. Tschüss.